Hallihallöchen, willkommen zurück hier bei die Gilde 3. Wie ihr sehen könnt, wir haben gerade eine Gerichtsverhandlung. Und, wir sehen ein wenig gelangweilt aus, ne? Aber auch die andere Richterin sieht auch sehr gelangweilt aus. Aber der oberste Richter, der sitzt... Wobei, was hat er denn da in der Hand? Er hat seinen Riesenstock hier, okay? Was mich so ein bisschen persönlich stört, ist, dass wir sehr viele Gerichtsverhandlungen haben. Und ich weiß noch nicht wirklich, ob das eine gute Idee war, dass wir Richter geworden sind. Aber wir haben jetzt eine Amtswahl zum Kämmerer. Ist vielleicht doch ganz angenehm. Also um 20.57 Uhr haben wir heute die nächste Amtswahl. Gleichzeitig wird Aureli Pixel so ein paar Amtsträger bestechen. jetzt gucke ich nochmal. Hier, Kämmerer, da werden wir uns drauf bewerben, ja. Oder, haben wir uns drauf beworben. Mit Klaus Borland. Borland, okay. Der Name sagt mir nichts. Aber ist auch egal. Wir... Achso, die Landsherrin. Die Landsherrin ist der Ernenner, okay. Vielleicht müssen wir die mal ein wenig Geld zustecken. Und hoffen, dass die uns wählt. Aber wer ist denn dieser Klaus hier? Ihr seid's. Klaus? Für diese Verbrechen erwarte ich ein gerechtes Urteil. Wir sind immer noch auf Zeitlupe, aber wo ist dieser Klaus denn? Edmus Bons? Wo ist denn dieser Klaus? Nochmal, wir gucken nochmal. Warum haben wir jetzt keine Musik? Ah, auf Zeitlupe kommt irgendwie anscheinend keine Musik oder so. Ich kenne euch. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Nö. Er ist doch nicht hier. Ich weiß gar nicht. Ist auch egal. Ist auch egal, wo er ist. Wir haben auf jeden Fall heute eine Gerichtsverhandlung. Ich möchte aber nochmal ganz kurz, schnell... so ein paar Sachen vielleicht verkaufen. Im 22.000. Ja. Ach so, wir sind gerade... Ja, oh, tatsächlich. Wir verkaufen ja auch gerade ein paar Sachen. Muss halt ein bisschen warten. Weil als Richter haben wir schon echt viel zu tun, ne? Wenn man so guckt, wie viel Gerichtsverhandlungen wir hier haben. Ey, das ist unglaublich. Zumindest irgendwie... Gefühlt jede Stunde haben wir eine Gerichtsverhandlung. Wo ist unser Albert? Genau, Albert Pixel. Wollten wir auch noch ein Amt zuweisen oder zumindest erstmal drauf bewerben? Schuldig, die Bestrafung der sollte Kekkerhaft 2,4 Runden. Schuldig, 2,2 Runden. Das Gericht erklärt den Angeklagten hiermit für schuldig. Für 2,1 Runden. Hiermit ist die Sitzung geschlossen. Ein Urteil ist gefallen. Edmund Bons ist beendet. Die Anklage, okay. Cool. So. Ah. Wen bestechen wir denn da? Xanthia Meyer bestechen wir da, ne? Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Schon wieder? Stimmt, ja, wir bleiben einfach hier. Kerkermeisterin ist da. Ja. Also mittlerweile haben wir echt viel zu tun, ne? Wir müssen uns um unsere Betriebe kümmern. Ich warte schon. Ach, die sind immer noch unterwegs. Bin da. Ah, die ist da, okay. So. Du kannst erstmal hier dein Zeug verkloppen hier. Schnell ganz viel Geld machen. 25.000.
27.000, okay. So, du gehst erstmal wieder zurück. Dann gehen wir. Wir haben 11.29 Uhr. Was steht an? Um 13 Uhr schon wieder eine Gerichtsverhandlung. Und ein Gerichtsverfahren. Um 16 Uhr wieder. Um 19 Uhr wieder. Und dann um 20.57 Uhr haben wir endlich diese Wahl. Ich habe ja schon mal geguckt. Ratsbüttel. Darauf können wir uns erstmal nicht bewerben. Bewerbung um 29. Oh, jetzt habe ich das weggemacht. Bewerbung möglich 14.26 bis 27.46. Nee, das haben wir auch schon verpennt. Ich hatte schon mal geguckt hier, ne? 29. 29. Ah, hier. Diese Bewerbung hier zum Ratsinformant. Können wir erst nächstes Jahr machen, okay. Wann wäre denn die nächste Wahl beim für den Richter denn eigentlich? Bewerbung, 14.30 und bei diesen anderen 14.27, 13.55. Oh, wir können uns hier zum der andere Richterposten, darauf könnten wir uns bewerben, ne? Oder, nee, können wir auch nicht, weil Aure die Pixel kein anderes, anderen, ah, das geht auch nicht. Nee, das ist ja alles blöd. Bewerbung möglich 14.27, 13.55 Uhr. Ah, hierauf können wir uns gleich bewerben. Zum Stadtdiener. Das machen wir, zum Stadtdiener. Aureli Pixel wird sich gleich um 13.55 Uhr da bewerben. Okay, da haben wir schon mal ein Plätzchen für Aureli. Dann bräuchten wir nur noch ein Plätzchen für Albert. Der wird auch schon irgendwas kriegen. Aureli Pixel, ja. Jetzt gucken wir nochmal. Die Mühlen der Bürokratie schmieren. Ich weiß nicht, ob wir das noch nicht einfach noch machen sollten. Glücklicherweise gibt es aber auch unbezahlte Amtspersonen, die für euch die Zahnräder einfetten. Vielleicht machen wir das. Können wir dann nicht noch irgendwas anderes machen? Amtsträger bestechen haben wir schon. Komm, wir machen das einfach mal. Dadurch gewinnt ja ein Einfluss, ja. Kann man nicht das Rathaus beschmieren? Welche Gebäude könnte man denn noch schmieren? Eine Kirche? Nee. Aber wenn ich mir so Herrenhäuser angucke, die sind schon echt groß, ne? Oh, jetzt haben wir aber echt viel Geld ausgegeben, ne? Guck mal, dieses Menü habe ich irgendwie vermisst. Und es ist da. Cool. Warum bin ich nicht... Rattenfänger gesucht. Der Jobst. Nee, Jobst ist noch unterwegs. Stillstand ist Rückschritt. Ulina ist schon da. Ja, das ist so gut. Dann können wir noch hier... in Nil... bisschen was verkaufen. Buchheim. Nördliche Vorstadt. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt schwierig. Egal, wir verkaufen jetzt. Ich warte schon. Wir fahren jetzt erstmal nach Buchheim.
Wer ist denn hier? Der Tilo ist da. Achso, der Kopf Kupfer, okay. Jetzt gucke ich nochmal bei Aurelie. Ah ne, die ist noch gar nicht da. Hm. So, erstmal in dieser Drechselerei nochmal nachgucken. Oh weia, hier wurde ganz schön viel Eichenholz gekauft. Nicht genug Lagerkapazität. Aha. Nicht genug Lagerkapazität. Hier könnten wir mal Verkaufslagerfläche. Machen wir Verkaufsslots? Nee. Lagerslots machen wir auch nochmal. Wir brauchen mehr Lagerslots hier, ne? Aha, dann können sie jetzt auch mal wieder produzieren. Okay, sehr gut. Ein Amt ist unbesetzt. Amtswahl beendet. Oh, habe ich jetzt die Amtswahl verpennt? Achso, nee, gar nicht. Das war eine andere Amtswahl, ne? Zum Ratsbüttel, genau. Aber das Gute ist... Ich bin gerade beschäftigt. Aurelie ist ja auch noch beschäftigt, ne? Wir dürfen gleich nicht vergessen, dass wir uns da bewerben möchten. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Ist schon wieder eine Gerichtsverhandlung, ne? Schuldig. Mhm. Ach, das ist der Stadtgerist, okay. Interessant. Das Gericht erklärt die Angeklagte hiermit für schuldig. Oh ja, hohes Bußgeld bekommen. Ja, das ist doch cool. Eine Kerkermeisterin. Wie kann das nur passieren? Hiermit ist die Sitzung geschlossen. Wo soll's hingehen? So, jetzt heißt es erstmal so ein bisschen Geld machen. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Ah, hier. Wir verkaufen alles hier vorne. Auch wenn es nicht der beste Preis ist. Wir verkaufen es einfach hier. Fast da. Wo bleibt... Wo bleibt Jobst? Ah, der ist gleich erst da. Wir haben aktuell nur 10.000. Ich bin der Meister. So, Aurelie ist fertig. Ja. Willkommen im Rathaus der Stadt. Was kann ich für euch tun? Ja. Ich möchte mich auf ein Amt bewerben, ja. Ein Amt. Mal sehen, was ich für euch tue. Zum Stadt... Nein, Stadtdiener schon voll. Wie schnell geht das denn? Boah, das ist ja blöd. Ach nö. Ey, da waren wir jetzt ein bisschen zu langsam, oder wie? Ja, wir können uns auf nichts hier bewerben. Einfach gar nichts. Nächstes Jahr vielleicht. Na gut, dann halt nicht. Dann ist es halt nicht so. Dann machen wir noch bis heute Abend, würde ich sagen, bis unsere Amtswahl zum Kämmerer stattfindet, werden wir ja, ich warte schon. Noch ein bisschen Geld machen. Ich möchte mir ja noch einen nächsten Titel gerne kaufen. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. So, Olina ist auch wieder da, okay. So, wo können wir die ganzen Dinger hier verkaufen? Nördliche Vorstadt. Stillstand ist Rückstand. Es gibt natürlich auch wenig Geld hier. 8 pro Beschlag. Der Karren knarrt. Die Achsen sind gefettet. Hä, wo will denn jetzt? Stillstand ist Rückschritt. Wo will denn Jobst hin? Ich stehe bereit. Ich warte Achs und Radbruch.
Die Achsen sind gefettet. Ich verstehe nicht, wo Jobst jetzt mit seinen 10 Dinger hier hin will. Habe ich den jetzt aus Versehen losgeschickt? Nee, ne? Wir sollen noch so ein bisschen mehr mitnehmen. Wir haben so viel Gold, Erz, Edelsteine haben wir auch, aber das ist alles, der Preis ist echt sehr schlecht. So. In Nil. Wir können den Nil, glaube ich, ganz gut verkaufen. Das können wir in Deutz gut verkaufen. Die nördliche Vorstadt und den Nil. Überall müssten wir quasi hin, ne? Stillstand ist. Wir fahren jetzt erstmal nach Deutzen. Da verkaufen wir so ein paar Sachen. Ja, da fehlt uns auf jeden Fall noch so ein bisschen Geld, ne? Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Oh, in unseren Oh. Eine Diebin, die Inga. 33 Jahre. Genau, hier möchte ich auch noch mal gerne reingucken. Produktion kann nicht ausgeführt werden, okay. Weil Silber und Holzkohle fehlt. Eisen. Boah, wir haben so viel Eisen. Aber Silber und keine Holzkohle. Doch, Silber und Holz. Ah, Lagerslots, ne? Hier fehlen auch wieder Lagerslots. So, Lagerslots hätten wir. Pausieren. Achso, Aurelie kann jetzt nicht. Okay. Hier wird produziert. Ist doch cool. Okay. Fuhrleute. Könnten wir nicht noch mehr Leute hier einstellen? Nee, könnten wir nicht. Schade. Schon wieder ein Gerichtsverfahren um 19 Uhr. Okay. Ist auch noch nicht da. Wo soll's hingehen? Wir verkaufen einfach alles hier. 11.000 nur. Und wenn es regnet, dann werde nicht nur ich, sondern auch eure wertvolle Fracht nass. Bedenkt das doch mal. Könnten wir denn hier noch so ein paar Sachen verkaufen? Nee. Das sind alles nur Rohstoffe, ne? Hier haben wir noch ein Lagerhaus, das ist aber leer ist. Ich warte. Ich warte schon. Jetzt muss ich mal kurz kontrollieren. Er fährt. Josef. Fährt mit einer Silberkette. Die Altstadt wahrscheinlich, ne? Jo, der hat Silberkette in der Altstadt verkauft, okay. Das ist eigentlich ganz gut. Aber ich wundere mich gerade, warum wir nicht so viel Geld mehr machen. Wir machen einfach nicht mehr viel Geld. Wir müssen mehr Geld haben. Die Achsen sind gefettet. Ist unterwegs. Auch unterwegs. Ja, hier stehe ich. Nee, ist nicht unterwegs. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Naja. Was haben wir denn genug hier?
Irgendwie nichts, ne? Irgendwie ist das alles ein wenig blöd. Kann der Betrieb vernünftig arbeiten hier? Hm, ja. Ich warte schon. Ah, wir sind schon da in der nördlichen Vorstadt, okay. Was lese ich gerade? Die Gilde ist unzufrieden. Mit was denn? Die Gilde. Ihr entfernt euch von der Gesinnung der Gilde. Beachtet besser diese Warnung oder lebt mit den Konsequenzen. Die Gilde ist unzufrieden mit euch. Aha. Das ist nicht gut, ne? Die Gilde der Handwerker. Also einen Betrieb könnten wir noch bauen. Vielleicht machen wir dann dadurch noch ein bisschen mehr Geld, hoffe ich. Aber wir haben jetzt 18 Uhr. Nicht mehr lang. Und unsere Wahl steht an, ne? Alle drei sind im Rathaus. Wo könnten wir denn nachschauen, wo diese Handwerkergilde ist? Hier können wir nur die Stadtgesetze und den Ämterbaum angucken. Aber ich hatte doch mal was gelesen. Warum ist sie unzufrieden mit uns? Gilde der Freimaurer. Ordnung aus dem Chaos. Können wir denn beiden Gilden beitreten? Wollte ich die Gilde der Handwerker wirklich verlassen und... Nee, das wollen wir nicht. Nee, wir bleiben erstmal bei Gilde der Handwerker. Bleiben wir, glaube ich, erstmal drin. Und wir bleiben jetzt erstmal im Rathaus. Die Produktion wurde unterbrochen. Oh, was? Was? Arbeit ist meine Leidenschaft. Produktion wurde unterbrochen? Wieso? Können die nichts machen hier, oder wie? Zutaten sammeln? Was für Zutaten denn? Ja, Wasser wahrscheinlich, ne? Ja, richtig. Okay, wir können keine Becher herstellen, weil Tonerde gebraucht wird hier. Das sind diese Gewichtsteine. Tonerde, hier haben wir Tonerde erst gekauft. Können wir hier noch weiter erweitern? erweitern. Lagerfläche. Lagerslots haben wir schon alle. Verkaufslots, Verkaufsfläche. Ist einfach zu viel Gewichtsteine. Die können wir auch noch da reinpacken. So, Tonerde rein. Die Räder sollen rollen. Müssen erstmal hier irgendwas verkaufen. Die ganzen Lager sind voll. So, 19 Uhr. Komischerweise sind dieser Betrieb ist voll leer und dieser auch. Aber warum läuft das mit der Töpferhütte dann so schrecklich? Nördliche Vorstadt müssten wir eigentlich.
Ja, wir müssten eigentlich in die nördliche Vorstadt mit dieser Fuhrfrau hier. Meine Sohlen dampfen schon. Ja, ich warte. Sie kommt erstmal zurück. Sie kommt erstmal. Okay, dann könnten wir den Jobst nochmal losschicken. Auch in die nördliche Vorstadt, okay. Die Achsen sind gefettet. Auf direktem Wege. Gut, dann haben wir da erstmal was zu verkaufen. Ah, eine Kamera. Also sind nur Tobi, Pixel und dieser Klaus die Bewerber. Ich hoffe, dass wir echt gewählt werden. Ne? Ganz Bürgermeister zu werden ist wahrscheinlich auch ganz cool, ne? Bürgermeister ist das Oberhaupt der Stadt. Der Landesherr gebietet über das Land und seine Bewohner. Über ihn steht nur noch der Monarch des Reiches, welcher den Landesherrn auf den auch auf Lebenszeit einsetzt. Okay. Jemand mag euch nicht. Jemand mag euch nicht, ja. Und das. Damit können wir leben. Hier haben wir ein Amtseinkommen von 4.000 und 1.000 Punkte pro Runde. Wow. So. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Ja, ich denke mal, nach dieser Verhandlung kommen wir dann auch schon gleich zur Wahl. Oh, 9.700. Schuldig. Das Gericht erklärt den Angeklagten schuldig. Hiermit ist die Sitzung geschlossen. So, 20:29 Uhr. Boah, ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Weil der Ernenner ist Landesherrin, Zeugmeister und Kerkermeister. Ich habe etwas für euch. Hier ist Landesherr, Zeugmeister. Mhm. Und Kerkermeister. Wieso das denn? Ordnungshüter. Danke euch. Eure Kandidatur war erfolgreich. Eieieiei. Niemand weiß unsere Arbeit zu schätzen. Vielen Dank. Was würdet ihr benötigen? Jemand versucht euch zu bestechen. Oh, 5.000 bekommen. Ja, das brauchen wir. Ihr wurde bestochen. Amtsträger ernannt. Aufgrund des Mangels an verantwortlichen Amtsinhabern ernannte der Monarch Tobi Pixel in das Kämmereramt. Mega cool. Jetzt machen wir mal kurz auf Zeitlupe. Jetzt sind wir keine Richter mehr. Jetzt haben wir endlich keine Gerichtsverhandlungen mehr. Aber was ist das denn hier? 14:27 Uhr. Um 22:02 Uhr, also gleich. Amtswahl, Kerkermeister, Position, Ernenner. Verantwortlicher. Ah, hier können wir unsere, entscheidet euch, entweder Xantia Schnapp weg oder Carola Voller. Ich habe keine Ahnung. Schön, euch zu sehen. Ist verheiratet, Köln, ja, bla bla bla. Jungfrau. Wonach ich jetzt hier gehen soll, das weiß ich gar nicht. Das ist eine edle Frau. Wie alt ist die denn? Ah, okay. 26 Jahre. Eine gute Frage. Wen wählen wir denn das? Ich habe keine Ahnung. Ja, die alte Dame wählen wir, oder? Kämmerer. Nee, komm, wir wählen die hier. Amtswahl Wachhauptmann. Das sind drei Leute.
Ah, das wäre so cool, wenn unsere Frau hier wäre. Entscheidet euch, ja. Ludwig Radebrecht, Biermann oder Müller? Jörn Müller, klar. Wir wählen diesen Ludwig hier, oder? Ludwig. Okay. Wir haben unsere Stimmen abgegeben. Interessant. Interessant, dass wir diesen Job hier so annehmen. Was wir jetzt noch brauchen, ist echt Geld. Oh, was wir echt brauchen, ist echt Geld. Ja. Ah, die sind unterwegs. Naja, Geld müssen wir dann ein anderes Mal machen, ne? Was ist passiert? Jemand hat versucht, bei euch einzubrechen, ja. So, liebe Leute. Wir sind schon da ganz oben angekommen. Bürgermeister, wann wäre denn die Wahl zum Bürgermeister? Nächste Wahl 14:30. Ah, das dauert noch, ne? Ich würde sagen, wir werden erstmal Bürgermeister und dann Bewerbung möglich nach dem Tod des Gegenwärtigen. Stimmt, diese Amtszeit ist ja unbegrenzt, ne? Wie alt ist denn unser Landesherr eigentlich? 58 schon, okay. Es könnte sein, dass sie bald abnippelt, oder? ja. Okay. Was ich nicht vergessen darf, ist, uns zu bewerben. 29, jetzt gucken wir nochmal. 30. 30, 30. 29. Gibt's nichts hier, was auf 28 ist? Ja, doch hier. Der Ratsinformant. 1428. Darauf. Hier können wir uns darauf im bewerben. 1430. 1428. Also entweder Ratsassistent. Hier, entweder Stadtdiener. Entweder Stadtdiener oder Ratsinformant. Oder wir könnten es auch so machen, dass Albert sich auf den Stadtdiener bewirbt und Aurel die Pixel auf den Ratsinformant. Genau so machen wir das nächstes Jahr um 13 Uhr. Das können wir machen. Und wir brauchen noch jede Menge Geld, um Leute zu schmieren. Wir haben nur 14.000, das ist echt wenig. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, die Folge ist schon wieder zu Ende. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wir sind jetzt aktuell Kämmerer. Das freut mich echt. Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns in der nächsten Folge. Gesund bleiben und so. Lasst euch nicht ärgern. Bis dahin. Bye, bye.